So Leute, back in the business! Detroit becomes human! Wir machen dabei, wo wir aufgehört haben und sind jetzt mal wieder die Roboter Tussi mit dem Balk. Okay? Hier wird man uns helfen. Und sie sind jetzt da angekommen, wo der eine Android gesagt hat, dort liegt die Hilfe. Sieht mir nach einem sehr verlassenen Haus aus. Hier muss es sein. Leben hier jetzt auch Roboter oder was ist das hier? Öffne. Wir gehen mal direkt rein. Pascal, Grüße gehen raus, mein Kleiner. Sehr schöne Grafik. So. Dann gehen wir mal rein in die Hütte. Mal klingeln. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Komm, ob der überhaupt wer aufmacht. Mal was zu trinken einschütten. Nochmal klingeln. Oh. Sind Sie Slatko? Wer fragt das? Es heißt, Sie könnten uns helfen. Ich weiß nicht, wer sowas sagt. Ihr seid am falschen Ort. Tut mir leid. Nicht. Wir brauchen wirklich Hilfe. Mal gucken. Kommt rein. Also doch kein verlassenes Haus. Let's go. Kommt rein. Nicht so schüchtern. So, gehen wir erstmal woanders hin? Nein, wir folgen ihnen erstmal. Luther, wärst du so lieb und nimmst den Damen bitte mal ihre Mäntel ab? Wow. Oh, nur keine Angst vor unserem großen Freund hier. Luther ist ebenfalls ein Android, dem ich half. Er leistet mir Gesellschaft in diesem großen leeren Haus. Wow. Bitte, macht es euch gemütlich. Was für eine Riese. Wie habt ihr von mir gehört? Ein Android. Unterwegs. Er sagte, sie helfen. Verstehe. Abweichler, hm? Was ist mit ihr? Sie ist ein Mensch. Und ihr sucht einen sicheren Ort. Ich habe ihren Vater getötet. Um ein neues Leben anzufangen. Ich höre, Kanada soll zu dieser Jahreszeit sehr schön sein. Herrliche Landschaft. Sehr viel Platz. Frische Luft und keine Androidengesetze. Toll für einen Neuanfang. Ja, das ist genau das, was wir vorhaben. Natürlich. Ich helfe euch. Doch zuerst musst du den Sender loswerden. Sender? Ja, alle Androiden sind mit einem Peilsender ausgestattet, mit dem man sie orten kann. Ich werde ihn entfernen und dann seid ihr beide sicher. Kommt schon. Folgt mir. Na, das hört sich aber... Heilsender? Die Kleine kann im Wohnzimmer auf uns warten. Nein, sie bleibt immer bei mir. Kurz mal meine eigene Meinung. Ich glaube, er lügt. Ich glaube, er lügt, weil... Wir sind ja auch dieser Cop und der Cop hat noch nicht einmal was von einem Peilsender gesagt, dass wir irgendwen anpeilen können. Und von daher glaube ich ihm nicht. Die Frage ist, kann ich hier jetzt irgendwie was machen? Dass ich hier einfach wegrennen will? Ich glaube ihm nämlich nicht. Ich glaube dem nicht. Weil, wie gesagt, also wir haben jetzt schon Detektive gespielt, sonst was und noch keiner. Wir haben auch schon Abweichler versucht zu finden mit Hinweisen und noch nie hat irgendwer gesagt, dass irgendein Roboter einen Peilsender hat. Deswegen bin ich jetzt mal so schlau und behaupte mal, nein, das stimmt nicht. Okay, das ist so eine Gedenkstätte. Aber wir können wohl jetzt erstmal nichts machen.
außer da hinterher zu gehen. Vielleicht kommt es dann gleich noch zu einem Kampf oder sowas. Also ich glaube dem nicht. Ich mag das Haus nicht. Und den Mann. Gehen wir, ich habe ein schlechtes Gefühl. Ja, ich auch. Warte, Vorsicht, beschwichtigen, trösten. Ich weiß. Ich traue ihm auch nicht. Ja, gut. Wir müssen aufpassen. Mal richtig gemacht. Ich glaube, der will mich einfach abschalten. Bitte entschuldigt das Chaos. Ich brauchte ein diskretes Versteck für meine Maschinen. Sender zu entfernen ist illegal. Da ist Diskretion wichtiger als Komfort. Ich hoffe, die Kleine hat keine Angst. Nein. Nein, sie kommt klar. Das ist gut. Ich will sie nicht beschwichtigen. Ne, meine ich. Passiert recht. Na, geht nicht anders. Sie dreht immer um. Ich muss... Komm, Alice. Hier lang, bitte. Kann ich hier nochmal jetzt rein oder so? Schade eigentlich. Ja, schade, dass man nicht komplette Freiheit in diesem Spiel hat, dass ich jetzt nicht abhauen kann oder so. Man muss jetzt erstmal das hier irgendwie machen. Bitte Scheiße. Es gibt keinen Peilsender. Nein, das glaube ich einfach nicht. Stell dich bitte da drüben hin. Drauf oder was? Ah, ich muss es machen. Ich hoffe, ich irre mich und er doch recht. Ich muss dich warnen. Das wird etwas unangenehm. Ach du Scheiße. Weißt du, was seltsam ist? Siehst du, ich wusste es. Aus irgendeinem Grund funktionieren die Sender in Abweichlern nicht. Darum seid ihr so schwer zu finden. Ich wusste es. Also gibt es eigentlich gar keinen Grund, den Sender zu entfernen. Was? Sie sagten doch... Ja, man glaubt, was man glauben will. Ich wusste es, ja. Ihr Aber schade, dass ihr nichts machen könnt. Seid so naiv. Sie alle kommen her, glauben, dass ich ihnen helfe. Und ich setze sie zurück und verkaufe sie. Oha. Oder ich behalte sie für Experimente. Nein! Nein, ich will kein Reset! Lassen Sie mich gehen! Ah, ich vergaß ja das Kind. Sperr es ein. Ich regle das später. Alice! Alice, nein! Scheiße. Kann ich irgendwas nehmen? Ein Abweichler, der Mutter sein möchte. Das ist so süß. Und so verblendet. Ich kann nichts machen. Kann ich mit ihm reden, dass er uns hilft? Wir sollten diesem Elend ein Ende machen. Ich meine, diesmal... Zurücksitzen. Ey, ich kann nichts machen. Ich drücke alle Tasten. Ich kann nichts drücken. Das kommt davon, wenn man Träume hat. Schade. Da finde ich es jetzt unfair, dass ich nichts... Ich wusste es ja nämlich, dass ich trotzdem nichts anderes machen konnte. Glaub mir, es ist besser, gelöscht zu werden und nichts zu fühlen. Kein Schmerz mehr. Und kann ich nicht Kopfnuss geben? Falsche Hoffnung. Ich beneide dich fast. Kara! Oh, arme Kleine. Speicherschaden fürs Geschäft. Oh, deine Mami scheint dich gar nicht zu erkennen, ha? Deine Mami hat dich wohl komplett vergessen. Kara, was ist mit dir passiert? Jetzt im Prozent okay, erst. Das reicht jetzt. Komm schon. Ja. Oha. Du beißt mich. Er ist wie ihr Vater. Er schlägt sie. Bringe ich Manieren. Aber ich kann nichts drücken. Wir treffen uns im Wohnzimmer. Helf mir, du Riesenbastard. Ich konnte nichts drücken. Schade, das finde ich dumm.
Finde einen Fluchtweg. Ah, man kann also doch irgendwie. Aber ich kann nichts drücken, Digga. Ah. Super. Was hat das denn jetzt gebracht? Ein Kurzschluss verursachen. Ja, ja, ja. Oh, scheiße, 57% schon. Und jetzt? Ja, 88%, wie schnell soll ich denn machen, Alter? Hier ist nichts mehr zum Klicken. Ach, scheiße, ich schaff's nicht. Ja, ich konnte nichts machen, ihr habt selber gesehen. Viel zu schnell. Ich habe mich umgeguckt, es waren nur zwei Möglichkeiten zum Drücken, die habe ich gemacht. Ich konnte nichts drücken. Ja, diesen Wodka hätte ich umschubsen müssen, aber man kam mir nicht hin. Ich konnte nur das machen. Dines Latko. Ich bin jetzt irgendwie sein Diener. Schade, dass ich das jetzt gerade nicht machen konnte. Aber gut. Habe ich nicht hinbekommen. Oder vielleicht ist es auch gar nicht möglich. Ich weiß es nicht. Oha, da ist irgendwer drin. Oha, ich erinnere mich an was. Ich kann mich doch noch irgendwie erinnern. Was sind da alles für Menschen drin? Hilf uns! Ich mach die Zelle auf. Er hat ihren Speicher gelöscht. Nicht passieren. Oha, du musst dich erinnern. Tu es für sie. Er spielt gerne mit uns. Er schafft Monster. Nur zum Vergnügen. Oha, oha, oha. Doch wer ist hier das Monster? Schau, was er getan hat. Du musst dich erinnern, wer du bist. Hm. Sonst wird die Kleine sterben. Wie erinnere ich mich jetzt? Soll ich da nochmal rein oder was? Nochmal, ob ich hier irgendwie jetzt nochmal zurück kann, weil die mir jetzt was gesagt haben, ob ich mich jetzt irgendwie nochmal erinnern kann. Aber hier ist nichts zum Drücken, schade. Da ist auch einer. Ja, sie erinnert sich, wo wir die Haare abgeschnitten haben, so ein bisschen. Ich glaube, es reicht noch nicht. Wir müssen uns noch weiter erinnern. Da ist das Wohnzimmer. Toll. Mehr kann man hier nicht. Ah, doch.
Als ich das wieder mal so lange gegeben habe. Jetzt erstmal noch nach oben, bevor ich ins Wohnzimmer gehe. Na, geht nicht. Okay. Oh, was war hier noch? Ja. Meisters Essen ist fertig. Bring es hoch zu ihm. Ja, Luther. Ich tue jetzt so, als wenn ich mich nicht erinnern kann. Slatko, das ist. Mal ab und zu mal scannen, ob man was machen kann. Ich werde ihn jetzt umbringen. Bastard. Gucken wir erstmal hier rein, was hier so ist. Stell es einfach auf den Tisch da drüben. Kadaver weg. Nach dem Mann. Die Scheißschaffe ist einfach abgehauen. Diese verblockte Ruhe hat sich gegen eine beschissene Buch. Erinnert sie sich an den Streit? Hast du mich verstanden? Ja, Slatko. Luther! Ihm jetzt nicht einfach einen Kopfstoß geben und ihn. Ja, Slatko. Ich bin hier in knapp 10 Minuten fertig. Dann sehe ich mir die Kleine ein und schau, was ich mit ihr mache. Verstanden, Slatko. Ich bringe Ihnen die Kleine in 10 Minuten. Oh. Ich habe jetzt 10 Minuten Zeit. Scheiße. Oh, ich hasse das unter Druck. 10 Minuten. Wer ist das Mädchen? Mann, wir wissen es doch. Erinnern. Direkt mal hier hin. Wir müssen uns erinnern. Aber hier sind 1000 Zimmer, was bringt uns das? Wie sollen wir uns an diesen Zimmern, an die erinnern? Das ist schwachsinnig. Oder? Hier wieder in dem Raum. Da kann man sich da. RA9, das sind wieder diese Abweichler-Dinger. Diese Abweichler-Zahlen. Ach, scheiße. 9 Minuten. Oha, was ist das? Oha. Roboterbär. Oh! Da mache ich einfach mal den Käfig auf. Ganz geschickt. Alter Schwede. Hey, komm doch raus und fress den Typen auf, Junge. Scheiße. Wo kommen wir jetzt noch lang? Da, da und da. Ich weiß nicht, was die alles bringen soll. Das hat ja alles nichts mit ihr zu tun. Oder? Oha. Na okay, und diese Crackpfeife. Die hat ja Drogen genommen. Schneller. Mein Name ist Kara. Ah, sie erinnert sich immer mehr an den Satz. Was machst du hier? Oha. Hat dir der Meister erlaubt herzukommen? Schnauze. Du musst dem Meister immer gehorchen. Oh ja, du musst gehorchen. Du darfst hier nicht sein. Du hast hier nichts verloren. Nein, du hast hier nichts verloren. Ist immer weiter. Oha, der Trevor. Lucer heißt er. Es tut mir leid. Wegen der Kleinen. Noch können wir sie retten, Digga, wenn du mit mir zusammenarbeitest. Und zwar lässt du mich jetzt hier einfach rein. Fertig. Ist sie hier drin? Ist hier gar nicht drin, schade.
Ob es was bringt, wenn ich hier lese? Guck mal hier, das bin ich doch, oder? Ah, guck, es hat was gebracht. Mein Name ist Kara, genau. Alice? Ja, ich hab mich erinnert. Jetzt muss ich sie finden. Oha, eine Shotgun direkt neben, Alter. Jawohl! Nicht geladen. Oh, scheiße. Die andere Tür. Hat sie nicht im Schrank versteckt? Wo ist sie eingesperrt, Alter? Da können wir noch was am Feuer machen. Toll. Warum nimmt sie das nicht mit? Da können wir irgendwas noch gucken. Einschalten, ja, was bringt denn das? Das ist alles nur ohne Zeit hier. Wo ist die, Ich muss diesen Loser fragen. Bin ich jetzt? Ich hab sie gefunden. Alice? Kara? Kara, du erinnerst dich? Wie könnte ich dich vergessen? Oha. Es tut mir so leid. Du hattest recht, wir hätten nie herkommen sollen. Was machen wir denn jetzt hier? Wir müssen weg. Du musst mir folgen und ganz leise sein, okay? Jetzt soll dieser Loser stehen. Oh. Jetzt müssen wir Gas geben. Komm, er ist gerade da drin. Slatko. Komm, ich bin hier fertig. Hol jetzt die Kleine. Oh nein. Sofort, Slatko. Nein, 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 wir müssen da rein. Aber wir dürfen nicht in das gleiche Zimmer, sondern in eins weiter. Komm, 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 komm. Wir gehen jetzt einfach hier einmal durch. Slatko! Was? Die Kleine ist weg! Scheiße. Sie kann ja nicht verschwunden sein! Versteckt sie muss hier irgendwo sein! Worauf wartest du noch? Such sie! Scheiße! Wo sind sie? Luther! Finde sie! Verdammt nochmal! Kommen die jetzt hier rein oder soll ich weitergehen? Ich weiß es nicht, Bruder. Oh. Verdammter Android! Ich hätte ihn direkt auseinandernehmen sollen. Okay, er ist weitergegangen. Da bist du. Nein! Scheiße! Ich dachte, er ist weitergegangen. Schnapp sie dir! Oh, gerade noch reagiert, Alter. Ich dachte, diese Reaktionsspiele, Alter. Ja, jetzt? Nein! Oha, dieses Mistgeburt. Alter. Er schießt sich den Weg frei. Boah, alter Schwede. Oh. Ihr könnt mir nicht entkommen. Gib dir so einen Headshot jetzt, Junge. Bam! In deine Fresse. Ich hätte die Shotgun nehmen sollen. Oh, er ist so ein Riese. Junge, lass uns vorbei, Junge. Er ist so groß und ungelenkig, Alter. Das Versteckspiel ist jetzt vorbei. Jo! Gut, dass ich den Käfig aufgemacht habe. Oh, scheiße. Die sind da drüben. Scheiße, Mann. Ist das spannend. Die Tür war verschlossen. Die Tür war verschlossen, wir müssen nach rechts gehen, hinter Tür. Weil wir haben ja eben gecheckt, dass die Tür. Oh, in letzter Sekunde noch A gedrückt.
gut, wir haben die richtige Tür gewählt. Die andere war nämlich zu. Naja, geil. Alice! Oh, steh auf jetzt. Lauf, Alice! Nein, ich bleib bei dir! Lauf! Lauf so! Wieso laufst du denn nicht? Lauf beide! Idioten! Du warst gewarnt. Träume enden immer in Tränen. Du hättest auf mich hören sollen. Oha. Oha, was machst du denn? Geh mir aus dem Weg. Nein. Er hilft. Nicht diesmal. Geh mir aus dem Weg oder ich schieße durch dich durch. Oha. Kannst du es warten? Schieß ihn, komm. Jetzt kommen alle Roboter. Fresst ihn auf, Alter. Fresst ihn auf, diesen Bastard. Was wollt ihr hier? Wer hat euch rausgelassen? Lasst mich in Ruhe. Ich hab alle rausgelassen. Lasst mich in Ruhe. Gehorcht mir. Ich bin euer Meister. Ich bin euer Meister. Scheiße. Mir wenigstens die Shotgun mit. Ich wollte dir nichts tun. Er hat mich auf Gehorsam programmiert. Ja, alles gut, Bro. Als ich sah, wie die Kleine ihr Leben für dich riskiert, war es, als öffnete ich meine Augen zum ersten Mal. Endlich konnte ich sehen. Ich weiß, du vertraust mir nach all dem sicher nicht mehr. Aber ich kenne jemanden, der euch über die Grenze bringt. Nice. Ich könnte euch hinbringen. Ich könnte euch beschützen. Dich und die Kleine. Okay. Ich dachte, ich darf jetzt auswählen. Ich vertraue dir. Ich hätte aber auch ja gesagt. Ich hatte solche Angst, dich zu verlieren. Das war mal eine geile Folge. Puh, kurz mal durchatmen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß an der Folge wie ich. Richtig geil, guckt euch das an, wie viele tausend Wege man hätte machen können. Richtig gut, richtig nice. Das war ein geiler Part, haut rein.